Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder mit dem Autobahnpolizeisimulator 2. Wir sehen gerade hier, ein Flugzeug muss notlanden. Das nehmen wir direkt an. Und fahren mal hin, mal schauen, was da notlanden muss. 14 Kilometer. Pff. Da gibt's schön die Karte. Wo ist es? Da. Boah, da kann ich ja nirgends. Wo bin ich? Da. Ne, ich muss fahren. Scheiße. Naja. Dann fahren wir halt. Blaulicht. Und fahren los. Schauen wir mal. Sirene an. Um zu signalisieren, dass wir jetzt auch einen dringenden Einsatz haben. Und nicht nur so ein Mini-Ding. Genau, da machen die Leute auch schon Platz, genau. Hupen kann ich leider nicht. Schade. Trotzdem fahren wir mal da durch. So. Immer schön weiter. Wow, das war knapp. So, da hat auch gerade ein Flugzeug gelandet. Ist ein Flugzeug gelandet, aber ein anderes. Wir sind ja bei einem kleinen Flugzeug, heißt es in unserem Einsatz. Angeblich. Genau. Denn mal los. Warum sind es noch 9,5 Kilometer? Komisch. Checke ich jetzt nicht irgendwie. Aber gut. Wahrscheinlich müssen wir dann noch umdrehen oder so. Oder Anzeigefehler. Kann auch sein. Bremsen die hier alle so behindert ab. Keine Ahnung. Andere Seite natürlich. Kann ich da nicht abkürzen? Schauen wir mal direkt auf die Karte. Doch, kann ich. Kann ich abkürzen. Warum sagt mir keiner was? Hätte ich schon längst abgekürzt, aber naja. Fahren wir halt ein bisschen. So, Rückwärtsgang rein. Und jetzt aber schnell hin. Gas geben. Die sollen da herausfahren. Was ist mit denen los? Hallo, Platz. Fahren die nicht zur Seite, unglaublich. Ja, wie in der Realität. Da wissen die auch nicht wohin. Die bleiben dann irgendwo stehen und dann ist es zu eng für den Krankenwagen oder so. Matrix-Anzeige an. Verkehrsmessung, Signale, Matrix-Anzeige. Spur gesperrt oder was soll ich? Spur gesperrt. So. Sirene aus. Und langsam. Ausbremsen. Schauen wir mal, ob ich das jetzt richtig mache. Also es kommt auf jeden Fall keiner in den Hintergrund. Schauen wir mal. Weiß auch nicht, wie das gemeint ist. Ich komme hier aber nicht durch, ne? Sirene vielleicht? Und jetzt vielleicht hier noch ein bisschen hinstellen? Ich weiß aber nicht, was die von mir wollen. Die halten hier an, aber verstehe das nicht. Vielleicht zurückfahren? Keine Ahnung. Stehen bleiben. Das Auto steht, glaube ich, genau davor. Ist ganz schlecht. Was macht die? Frau als LKW-Fahrerin. Auch nicht schlecht. Habe ich noch nie gesehen. Ich weiß aber nicht, was ich jetzt machen soll. Weil ich habe ja auch keine Ahnung, wo ich mich da jetzt hinstellen soll und wie ich den Verkehr jetzt ausbremsen soll, angeblich. Verstehe ich ja jetzt auch nicht. Angeblich da, wo das Auto... Hä? Die Autos fahren aber auch so ein bisschen behindert. Ganz komisch irgendwie. Check ich nicht.
So, weiter geht's. Einsatz ist gescheitert. Ich habe den Verkehr angeblich nicht richtig ausgebremst. Keine Ahnung. Das Spiel macht mich eh kaputt. Ich glaube, wir halten mal den nächsten LKW an. Schauen wir mal, was der geladen hat. Ja, wir überholen jetzt mal hier. Ja, was ist denn hier los? Boah, brems. Was ist denn hier los? Den halt mal raus. Den ziehen wir raus. Das geht ja mal gar nicht. Den ziehen wir direkt raus. Den ziehen wir direkt raus. Schauen wir mal, ob der reagiert. Der fährt ja auch komisch, der mit dem blauen Auto. Das gibt's doch nicht. Polizei. Stehen bleiben, Polizei. Fahren alle voll komisch gerade. Check's nicht. So. Der ist jetzt stehen geblieben, oder? Hoffe ich. Dann steige ich mal aus. Ausstieg blockiert. Ja, super. Bisschen näher hier vielleicht. So. Schauen wir mal. Aussteigen. Jetzt geht's. So, aussteigen. Gehen wir mal hin. So. Hallo. Hallo. Dokumente natürlich zuerst. Zeigen Sie mir bitte Führer- und Fahrzeugschein. Vielen Dank. Ich schaue Sie mir. Man sieht natürlich auch, wie er mir den Führerschein gibt, ist ja klar. Passbild passt. Nummernschild schauen wir gleich. TÜV-Ablaufdatum ist abgelaufen. Modell, Fahrzeugklasse. Passt. Name. Passt. Ansicht wechseln. Nummernschild. Passt. Und Modell. Passt auch. Gut, dann wieder zurück. Drogen und Alkohol. Haben Sie etwas getrunken? Ich habe natürlich nichts getrunken. Alkoholtest durchführen. Schauen wir mal, ob das auch stimmt. Ich habe noch nie einen Dings gehabt. Einen positiven Alkoholtest. Schau mal, ob er Drogen genommen hat. Andere Betäubungsmittel konsumiert? Nein, auf keinen Fall. Ja, da brauchen wir jetzt auch nicht großartig einen Test machen. Gespräch beenden. Bußgeld verhängen. Ich muss Ihnen ein Bußgeld verhängen. Weil der TÜV war ja abgelaufen und ja. Und der ist ja so komisch gefahren. Fand ich nicht in Ordnung. Da habe ich erstmal ein Bußgeld erhängt. Licht an. Schauen wir mal, was ist hier, wenn man rausfährt. War ich noch nie. Schauen wir mal, fahren wir mal hier. Wow. Eng. So. Biegen wir mal ab, oder? Was passiert, wenn ich nach rechts abbiege? Das Auto braucht erstmal ewig, bis es überhaupt losfährt. Ist natürlich direkt wieder rote Zone, war ja klar. Dann drehen wir hier einmal. Ohne den Pfosten zu berühren natürlich. So, und fahren mal. Überholen den jetzt mal ganz gechickt. Fahr, ich kann nicht hupen, so ein Scheiß. Ich kann nicht hupen. Der fährt auch ganz beschissen irgendwie. Keine Ahnung, was der will. Da kann man natürlich auch nicht. Scheiße, ich will da reinfahren. Die Bremse, der bremst irgendwie so komisch. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Bremsen so waren. So katastrophal. Ich glaube, ich fahre einfach mal da wieder runter. Da ist ein LKW, den halten wir direkt an. Den halten wir direkt an. So, oh, da sind viele. Den halten wir an, der. Das ist unser Opfer jetzt. So. Matrix-Anzeige. Bitte anhalten. Oh, bremsen. So, Blaulicht an. Sirene, um zu signalisieren, dass wir jetzt auch ihn anhalten. Oh, der kippt ja um. Der kippt ja fast um. Habt ihr es gesehen? Alter. Ich will den anhalten. Was ist mit dem? Checkt er meine Signale nicht, oder was? Hä? Der versteht, glaube ich, nicht, was ich will. Soll ich dem jetzt ein Bitte-Folgen machen, oder wie ist das? Ich mache dem mal ein Bitte-Folgen. Ich fahre mal vor den. Und dann mache ich ein Bitte-Folgen. Weil, so wie ich sehe, hält er jetzt nicht an. Machen wir hier. Und dann machen wir ein Signale. Warntricksanzeige. Bitte-Folgen. Schauen wir mal, ob der jetzt macht. Kommt er jetzt hinterher? Moment.
Nee, also so nicht. Nochmal. Beenden. Signale, Matrixanzeige ausschalten. Signale, Matrixanzeige, bitte folgen. Hat er das jetzt signalisiert oder wie verstehe ich das? Jetzt hat das. Blinken und rüber. Der fährt nicht. Ja, anhalten, aber er hält ja nicht an. Das ist ja nochmal ein Grund, um ihn anzuhalten. So, ich bin jetzt vor ihm. So, und jetzt zeige ich ihm, er soll hier... Er soll links ranfahren, sagen wir mal. Soll links ranfahren. Hallo, links ran. Was macht denn der? Ich check's nicht. Was macht der? Stehen bleiben, Polizei. Stehen bleiben jetzt. Also, das ist ja wohl gelacht. Pistole kann ich jetzt auch nicht ziehen, ne? Nee. Polizei, stehen bleiben. Kann ich jetzt mit dem reden? Warum kann ich nicht mit dem reden? Der ist mir... Der wollte der Kontrolle fliehen. Vor der Kontrolle fliehen. Hallo. Ich will den doch an... Ich will den... Warum kann ich den nicht... Das gibt's doch jetzt nicht. Ich hab den doch angehalten. Das war doch klar erkennbar, oder nicht? Nochmal. So, Blaulicht aus. Lass ihn vorbeifahren. Fährt jetzt vorbei. So, und jetzt aber. Ich komm dahin. So, und jetzt... Nochmal die Signale. So, und jetzt Signale, Matrixanzeige, bitte anhalten. So, Blaulicht auch an, damit der jetzt... So, und jetzt schauen wir mal, was passiert. Bleib doch jetzt stehen, ey, was ist denn mit dem? Was ist denn mit dem? Der ist echt nicht mehr normal. Aber dem müssen wir auf jeden Fall einen Drogentest... Boah. Ich mach mal hier die Straße dicht. Die Linie mache ich mal dicht hier. Signale, Matrixanzeige, weitere, Spur gesperrt. Machen wir hier. Denn das ist ja wirklich unglaublich, sowas habe ich noch nie gesehen. Machen wir auch Warnblinker an, bevor die uns hier umfahren. Licht. Können wir schon anlassen. So, aussteigen. Lane ist ja closed. Ich hoffe, da kommt jetzt keiner mehr angedüst. Hoffe ich mal. Reden. Hallo. Jetzt aber. Dokumente zuerst, nicht dass er uns abhaut hier. Immer schön die Personalien überprüfen. Passbild. Passt. Was ist das? Fahrzeugklasse. Passt nicht. Oh. Keine Fahrerlaubnis. Das ist nicht gut. Name. Stimmt. Datum. Wahrscheinlich dürfte auch abgelaufen. Ja, auch abgelaufen. Das geht ja gar nicht. Ich glaube, ich nehme die fest. Nummernschild, da gehen wir einmal rüber. Nummernschild passt und alles andere haben wir schon. Dokumente, LKW-Papiere, genau. Fahr- und Ruhezeiten. Hier, bitte. Das habe ich noch nie gesehen, dass es sowas gibt. LKW-Papiere. Zeigen Sie mir bitte Ihre Frachtpapiere. Hier sind die nötigen Frachtinformationen. Verderbliche Nahrungsmittel. Verdorbene Lebensmittel, was? Okay. Drogen und Alkohol. Alkohol. Haben Sie etwas getrunken? Das würde ich nie machen. Ich nehme die trotzdem fest, egal ob die jetzt keinen Alkohol hat oder nicht. Lehnsburg. Fahrer ist nicht betrunken, aber Drogen hat oder so. Haben Sie Drogen hat die oder so. Oder Betäubungsmittel konsumiert? Natürlich nicht. Würde ich nie machen. Ja, das sagen sie jetzt. Ich check das mit dem Stift nicht. Die geröteten Augen der Person sind ein Anzeichen von Allergie und Drogenkonsum. Die erweiterten Pupillen deuten auf Drogen hin. Mit der Testperson ist alles in Ordnung. Teils korrekte Diagnose. Es muss kein Drogenschnitt. Hä? Gespräch später weiterführen, verwarnen, in Gewahrsam nehmen. Ich muss Sie mitnehmen. Bitte steigen Sie aus Ihrem Fahrzeug. Es wurde korrekterweise eine Verhaftung durchgeführt. Naja, ein paar Punkte habe ich trotzdem bekommen. Natürlich, die Handschellen tut man nach vorne, ist klar. Habe ich die jetzt in meine Tasche, sage ich. In mein Auto reingepackt. Ja, die ist in meinem Auto. Perfekt. Im LKW, was ist? Kommt wahrscheinlich ein Abschlepper oder so gleich. Nehme ich mal an.
Danach fahren wir, glaube ich, mit dem Bus weiter. Von der Wache aus nehme ich dann den Bus. Warnblinker aus. Karte. Nissen. Warten. Na komm schon. Mit der die Fähigkeit schützlichere Weste erlaubt, dir in Quick Time Events mehr Fehler zu machen. Geil. Habe ich eh schon abgeschlossen, von dem her. Who cares? Na komm schon. Der lädt ja ewig, was ist denn da los? Ah, da sind wir doch. Hä? Garage kann man auch einfahren? Auch geil. Ne, wir fahren natürlich hier vorbild. Ah, wir bleiben hier stehen. Hier vor der Tür. La Freili. Licht aus. F. Aussteigen. Und die Frau natürlich mitnehmen, ist ja klar. Die kommt schön mit hier. Was passiert, wenn ich... Was muss ich jetzt machen? Rein erstmal hier. Und dann... In Gewahrsam. Hier, oder was? Ja, aber... Pff, wie denn? Ich tue mich selbst in Gewahrsam. Oder was? Gott, wie die Türen ausschauen. Zwei Türen nebeneinander geöffnet. Ich muss wahrscheinlich hinten parken. Natürlich. War ja eh klar. Ich darf vorne nicht parken, sonst registrierte das nicht, dass ich da bin. Klar. Habe ich ja vergessen. Oh Gott, wie drehe ich jetzt hier? Auf diesen sehr großen Wendeplatz, wenn man das so sagen darf. Naja. Abbiegen. Und dann hier. Na, ich bin nicht mal bis vorgefahren und der bleibt... Ach, du Scheiße. Aha, jetzt geht's plötzlich. Gut. Spiel gespeichert. So, und jetzt kann ich auch den Bus nehmen, hoffe ich. Ja, kann ich. Danke. Ein VW-Bus. Oh. Aufstreife. So. Boah, der Bus schaut aber geil aus. Von innen? Naja. Die Tachoanzeige stimmt irgendwie nicht richtig. Die buggt ein bisschen. Ich will hier drehen und dann will ich beim Dings parken. Beim Donutladen. Ich möchte einen Donut. Ey, das schaut aber wirklich so aus. Wie in der Realität hier ein bisschen. Naja, gut. Da sind keine Wege zur Haustür, das ist ein bisschen komisch. Aber, mein Gott. Ist ja kein Stadtspiel, eher so Autobahn. Dafür ist es dann schon in Ordnung. Diese Blinklichter finde ich auch voll cool, die da so leuchten. Jetzt müssen wir aber auch richtig einparken, natürlich. Und hier keinen mitnehmen oder so. Hier passt natürlich kein anderes Auto mehr durch, ist ja klar. Weil die Polizei hat natürlich 1000 Parkplätze zur Verfügung. Wenn ich einfach Blaulicht hin, Blaulicht an und hinstellen. Passt schon. Aufstieg blockiert. In Schleudern geraten und mit einem anderen Auto kollidiert. Oh nee, das machen wir jetzt aber nicht. Bremsen. Ich nehme den ja mit. Oh Gott. Bremsen. Aussteigen. Es soll keine Schwerverletzten geben. Das ist wie spannend. Wenn ich das nicht annehme. Naja, passt. Geparkt ist er auf jeden Fall. Passt da jetzt noch der BMW hin? Das kann man ja noch gucken. Bin gespannt, ob der BMW jetzt noch passt. Davor. Sonst regt man sich immer drüber auf. Ja, der nimmt zwei Parkplätze weg. Mal schauen, ob das jetzt noch funktioniert. Mit dem BMW. Dafür muss aber auch... Muss ich erstmal dahin... Ups. Naja, leichte Gebrauchsspuren, die man nicht sieht. Perfekt. Den BMW finde ich gut, weil der cool, weil der ist realistisch und neu. Bei dem ersten Teil von diesem Spiel habe ich übrigens auch, kann ich auch irgendwann mal spielen, so als Retro. Nochmal, da ist ja der VW drin. Er schaut aber, ist aber ganz anders, das Spiel. Für eine Polizeisimulation finde ich das ein bisschen sehr. Naja. Geht schon. Kann man ja auch mal machen als Retro-Dings. Das könnt ihr mir alles in die Kommentare dann schreiben. Was ihr für ein Spiel wollt als nächstes. Wie gesagt, OMSI geht noch nicht. ETS 2 könnte ich vielleicht spielen. Ja, beim Rest muss ich noch schauen.
Hier ist schon wieder so ein Unfall. Da gehe ich jetzt, nehme ich jetzt mal nicht an. Ich habe es tatsächlich geschafft, auch da zu parken. Jetzt ist natürlich der Ausstieg blockiert. Klar. Was ist, wenn ich da jetzt rückwärts... Jetzt geht er. Perfekt. Wenn ich genau am Schild bin, dann geht's, oder was? Naja. Und was ist mit dem hier? Mit dem Bus? Warum ist der so... Der BMW ist so schief, so gerade. Und der Bus ist so schief. Schaut auch voll komisch aus. Ich glaube, den park mal kurz mal gerade hin. Habe ich das Licht angemacht vom Bus? Nicht, dass ich wüsste. Nee, habe ich nicht. Schaut so aus nur. Effekte halt. Ich schieb den jetzt mal ein bisschen an. So, aber nicht den Kollegen. Also nicht den BMW weg, denn da gibt's Ärger vom Chef. So, ich glaube, das läuft jetzt. Aussteigen. Perfekt. Jetzt können wir erstmal Donut essen gehen. Passt. Passt auch. Dann können wir erstmal einen Donut essen. Kamera ist auch natürlich dabei. So, einmal Donut. Na klar, ohne die Polizei wären wir doch schon längst pleite. Oh, was für ein Genuss. Und da habe ich ihn natürlich bekommen, hat jeder gesehen. So, und jetzt steigen wir einfach mal ein. Und fahren auf Streife, wie immer. Blinkern, ganz vorbildlich, zurückfahren. Jetzt quäle ich mich da aus der Parklücke rauszufahren. Das wird lustig. Wow. Nehme ich den BMW jetzt mit, wenn ich jetzt noch weiter vorfahre? Ich hoffe mal nicht. Doch. Oh, wie sich das Lenkrad dreht, das finde ich cool. Jetzt läuft, ohne den BMW mitzunehmen. Gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. So, dann links blinken, bremsen, warten. Ach ja. Die roten Ampeln sind doch so geil. Nicht. Das mag man ja immer, wenn man da steht. So. Weiter geht's. Ups. Falscher Knopf. Das sind ja immer dieselben hier. Warnblinker. Perfekt. Der leuchtet so schön da. Schön auffällig, damit man weiß, wo es lang geht. Verkehrsunfall. Da wollte wohl jemand schnell genug in Urlaub kommen. Sollen wir das jetzt annehmen? Ja komm, als letzten Einsatz nehmen wir das noch an für heute. Und dann machen wir Feierabend da, würde ich sagen. 25 Kilometer. Ne. Never. Das machen wir natürlich nicht. Ich bin ja nicht doof. Aber das machen wir. Na komm schon. Los geht's. Da bin ich ja schon mal, da bin ich auch gestartet. Geil. Einsatzbereit über Funk. Habe ich da jetzt falsch gemacht? Nee, passt. Ich dachte gerade, der Einsatz wäre weg. Für kurzen Moment. Nee, ist noch da. Interessanten Ort entdeckt, alles klar. Ich glaube, der... Weil nur zwei einen Unfall hatten, muss man, glaube ich, nicht mit Blaulicht hier antanzen. Da fahren wir mal schön gemütlich hin. Mit einem Abstecher beim Bäcker natürlich nicht. So. So. Links blinken. 120. Ah, da sind wir schon drüber. Naja, vielleicht sollten wir doch... Vielleicht fahren wir doch mit Blaulicht, bevor wir da jetzt ewig rummachen. Sind wir bis morgen da. Sirene darf nicht fehlen. Die machen ja wirklich Platz. Aber naja, Platz nennt, das kann man nicht Platz nennen. So zur Hälfte nur. Naja. Da gibt es ja zwei Matrix-Anzeigen. Das finde ich ja geil. Können wir ja gleich anmachen, wenn wir am Unfall sind. Eventuell. Eftel. So. Da sind ja voll viele LKWs. Was ist denn da los? Gibt's was umsonst?
Blinken nicht vergessen. Ah, Handbremse ist auch eine Bremse, okay. Das wusste ich nicht. Gut zu wissen. Gut zu wissen. So, so. Denn müssten wir auch schon da sein. Da machen wir schon mal die Matrix an. Signale. Venipol-Matrix. Linke Spur gesperrt, Geschwindigkeitslimit, rechte Spur gesperrt, Fahrbahnsperre, Stau. Rechte Spur gesperrt, Fahrbahnsperre. Was ist denn der Unterschied? Machen wir das. Das schaut gut aus. Und dann machen wir hier natürlich noch die andere Matrix. Unfall. Ja, ne. Aber die bleibt auch. Die brauchen wir auch. Fahrbahnsperre, was ist das? Das. Hm. Ah, es geht nur eine Matrix immer. Scheiße. Naja. Ich muss vielleicht auch durch, ne? Welche soll ich jetzt anmachen? Fahrbahnsperre oder das? Keine Ahnung. Ich glaube, wir machen das, weil das ist ja gesperrt. So, Warnblinker an. Und anhalten. Bing. Aussteigen. Oh, da sind ein paar Sachen rausgeflogen aus dem Auto. Ich erledige die Personalienüberprüfung, bevor du mit den Leuten sprichst. Bevor du mit den Leuten sprichst, kümmere dich in der Zwischenzeit schon mal um was anderes. Ja, um was denn? Um nix. Ich habe die Personalien aufgenommen. Alles in Ordnung soweit. Das ist schon mal gut. Jetzt muss ich natürlich die Arbeit machen, weil der Kollege hilft mir ja auch. So freundlich wie er ist. Ne? Ne, hier steht's nur im Weg. Klar. Wusste ich ja auch. Hätte ich mir schon denken können. So. Denn ein Kennzeichen www. Was steht da? Wo ist das Kennzeichen hin? Weg. Naja. Ich habe noch nicht alle Sachen weggeräumt und der meckert schon. Ja, befrage Unfallbeteiligte. Moment, ich muss ja noch das alles wegmachen. Jetzt, alle. Ah, das auch noch. Objekte entfernt. Befrage Unfallbeteiligte. Guten Tag zusammen. Guten Tag zusammen. Können wir ein paar Fragen beantworten? Können Sie mir ein paar Fragen beantworten? Uns ist nichts passiert, wenn Sie das meinen. Ich werte das mal als ein Ja. Ich werte das mal als ein Ja. Ich war das. Beschreiben Sie mir bitte den Unfall aus Ihrer Sicht. Ach, die waren zusammen. Die Frau und der Mann waren in einem Auto. Die Frau ist wahrscheinlich gefahren. Aber es hätte noch gut gepasst, wenn das andere Auto uns genau geschnitten hätte. Auf den Urlaub freuen wir uns jetzt schon seit einem halben Jahr. Oh ja, solche Leute mag ich ja besonders. Ist aber viel zu früh. Nee, den Urlaub, da wollen wir schon das ganze Jahr. Was interessiert mich dein Unfall? Dein Urlaub? Hey, ich habe alles, was ich brauche. Bin Polizei und nicht Reisebüro hier. Unfallbeteiligte befragt. Und jetzt? Fotografieren. Fotokopieren bitte. Mit X. Machen wir da ein Foto, da ein Foto. Da komme ich nicht mehr ran. Habe ich nicht schon zwei fotografiert? X. Habe ich schon fertig? Ja, habe ich schon. Unfallskizze. Keine Ahnung, irgendwo hier. Irgendwo hier ist das Auto. Glaube ich. Das Auto stand. Aber so. Perfekt. Und denn, was noch? Geil schaut das Auto aus, ey. Der Bus schaut echt geil aus mit den Lichtern vorne und alles. Ja. Befrage Unfallbeteiligte. Sichere Unfallstelle. Oh, habe ich noch nicht gemacht. Ups. Wenn uns da einer reinkracht jetzt, ey. So. Denn. Die Pylone, wie auch immer sie heißt. Drauf da. Unfallstelle gesichert. Dann machen wir das Ding wieder zu. Schaut sonst komisch aus. Und reden mal mit den Typen da. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Kann ich ein paar Fragen stellen? Ja, wir sind okay. Nur der Urlaub ist. Der kommt auch jetzt mit seinem Urlaub. Flip aus. Wären wir schon fast auf der Fähre. Ganz ruhig und einer nach dem anderen.
Wer von Ihnen? Jetzt ist wahrscheinlich die Frau der Mann. Ich. Naja, klar. Könnten Sie mir bitte den Unfall aus Ihrer Sicht schildern? Wie was sagt der jetzt dazu? Frau Seiler, ich möchte zuerst von Ihrem Mann hören, wie sich der Unfall zugetragen hat. Das ist tatsächlich wie in der Realität, da reden die Polizisten dann auch so. Sagen sie dann auch immer, ja, wir sprechen zuerst mit Ihrem Mann, danach kommen Sie. Dann den Kofferraum extrem vollgepackt hat, konnte ich nach hinten nichts sehen. Jetzt bin ich also wieder schuld? Das ist ja wohl... Ja, Schuldzuweisungen natürlich. Erzählen Sie weiter. Herr Seiler. Oh. Naja, ich habe ein Auto beim Spurwechsel übersehen und bin ins Schleudern geraten. Okay, das reicht mir vorerst. Ich komme gleich auf Sie zurück. Sprich mit beiden Pärchen. 0 von 1, wieso denn? Beiden Pärchen und... Achso. So, was den Unfall angeht, habe ich alles Nötige aufgenommen. Ich möchte noch mal kurz mit Ihnen zusammen... Ich habe alles Nötige aufgenommen. Seien Sie froh, dass niemandem was passiert ist, das stimmt. Vorbereitungen beim nächsten Mal etwas eher an. Und wenn Sie ohnehin das gleiche Reise... Sollten Sie vielleicht zukünftig zu viert in den Urlaub fahren. Am Ende fährt er immer mit 2000 Autos gefühlt. Ach, sei ruhig, Tobias. Alles klar. Der Polizist hat ja recht. Genau, ich habe immer recht. Wer das noch nicht wusste. So, und dann ist das auch schon fertig. Alle Punkte bekommen, so macht man das. Oh, die reagieren immer noch auf mein Zeichen. Die Matrix geht, glaube ich, automatisch aus, wenn ich jetzt einsteige. Nee, geht sie nicht, aber die andere Matrix geht aus. Ausschalten. Blaulicht aus. Und blinken. So, dann stellen wir uns hier mal hin irgendwo. Keine Ahnung, hier meinetwegen. So. Ja, Warnblinker natürlich. Oh, das schaut komisch aus. Boah, sind das geile. Voll viele Autos. So, oh, ja. Mit der Maus, da muss man ja richtig reingehen. Jo. So, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Spiel ich zunächst spielen soll. Wie gesagt, OMSI funktioniert noch nicht richtig, aber Euro Truck Simulator 2 könnte ich, wieder Cooking Simulator, Flashing Lights könnte ich mal spielen. Schreibt es mir rein, ich schaue es mir an und dann sehen wir ja, was daraus wird. Genau, und damit sage ich auch schon, ciao.